Grüß dich ganz herzlich. Willkommen im Oktober. Willkommen zur Montagsziehung im Oktober. Und vielleicht hast du es in der Beschreibung gesehen. Heute gibt es nur zwei Karten. Und auch wieder Montag. Nach so, ich weiß gar nicht, wie viele Monate es jetzt waren, dass ich immer am 1. des Monats dann entsprechend vier Karten gezogen habe. Da habe ich gemerkt, ich glaube, am Anfang der Woche, also an einem Montag, macht es für viele mehr Sinn. Zumindest ist das das Feedback, was ich bekommen habe. Und auch nicht gleich vier oder fünf Karten für vier oder fünf Wochen im Monat, da die dritten, vierten immer in Vergessenheit geraten. Das heißt, es gibt eine kleine Veränderung im Rhythmus und in der Häufigkeit. Und zwar im Rhythmus, dass ich immer zwei Karten ziehe, beziehungsweise auch mal drei. Also immer zwei für zwei Wochen. Und manchmal ist natürlich der Monat auch mit fünf Wochen oder viereinhalb. Das werde ich entsprechend anpassen, sodass keine Woche verloren geht. Sondern dass wir wirklich für jede Woche eine Karte haben, an der wir uns orientieren können, wo wir gedanklich und von den Emotionen ein bisschen reingehen können. Dafür ist auch die Montagsziehung da, dass du für dich mal schauen kannst, hey, wie bin ich eigentlich so drauf? Wie ticke ich gerade? Was ist mir gerade wichtig? Und kann ich das, was mir gerade wichtig ist, auch leben? Ja, also das ist wirklich so diese Einladung für dich, mal zu schauen. Und ich habe mittlerweile, wir sind ja schon im Oktober, und das zeige ich dir, diesen Stapel habe ich schon gezogen und diesen Stapel habe ich noch für Oktober, November und Dezember 2023. Und jetzt schauen wir mal, wenn ich zwei Karten ziehe für die ersten beiden Oktoberwochen. Ich nehme einfach mal, ja, also ich sehe es nicht. Und guck mal, Nummer 1 und dann Nummer 2. Schauen wir mal, für die erste Oktoberwoche haben wir Gerechtigkeit. Yay! Und ich drehe die andere noch nicht um, sondern ich werde erstmal ein bisschen was zur Gerechtigkeit sagen. Dann kommen wir zur zweiten Woche und dann werden wir mal sehen, wie sich das ergänzt, gegenseitig beeinflusst. Gerechtigkeit ist eins der wichtigsten Motive, eins der höchsten Motive auch, die wir so in der Motivanalyse zum Beispiel, die ich ja jetzt mache, finden. Und es ist ganz spannend. Also ganz viele sagen, ja, natürlich Gerechtigkeit. Ja, bin ich dafür, es soll gerecht zugehen. Und da ist so die Einladung, mal hinzuschauen, für wen gerecht und worauf bezieht sich das? Also, wenn du für dich also in Anspruch nimmst, dass es gerecht zugehen soll, schließt du dich dann auch ein? Darf es also auch gerecht, fair für dich zugehen? Oder stellst du dich dann doch hinten an? Ja, gerade wenn andere Sachen, ja, das mit Wertschätzung oder hilfsbereit dann auch sehr hoch sind für dich, ist es etwas, dass du für dich sagst, ja, ja, muss schon gerecht sein, aber die anderen erstmal. Und ja, ja, ich komme auch noch. Ja, ja, passt schon. Oder hast du für dich wirklich eine Balance, dass du sagst, ja, geben und nehmen, das ist ausgewogen auch für mich. Und dann in welchem Bereich? Finanziell, Zeit, Arbeitsvolumen, Freizeit, also Zeit für dich, Freizeit, Zeit mit anderen, Zeit für Hobbys, Zeit, eben, also unterschiedlich. Es geht ja nicht nur um Zeit, sondern Ressourcenverteilung. Und dann schau mal für dich, wenn jetzt so das Gefühl anspringt, naja, so ganz gerecht geht es nicht zu. Und wir können natürlich auf das große Ganze, also auf die Gesellschaft schauen, auf die Welt oder auch bei uns ganz im Kleinen.
Ja, wenn wir das Gefühl haben, nee, das ist nicht so richtig fair oder eigentlich, ja, genau genommen müsste ich hier auch mehr verdienen. Ja, wir sprechen von Equal Pay oder Pay Gap und diese ganzen Geschichten. Und wenn du merkst, ah, da knirscht es innerlich, da sind Konflikte, da ist etwas, ja, vielleicht ist es so, dass du es nicht ausdrückst, dass du deine Wünsche nicht ausdrückst, dann wird es schwierig für Gerechtigkeit. Es ist auch in einer der Weiterbildung, Ausbildung, die ich gemacht hatte dann eben unser Ausbilder auch gesagt, dass Gerechtigkeit, ich bin kein Gehirnforscher, aber ja, dass Gerechtigkeit oder das Gefühl, ungerecht behandelt zu sein, sehr eng oder nahe beim Schmerzzentrum liegt. Also wenn wir Ungerechtigkeit empfinden, tut uns das auch weh. Und schau mal für dich, wenn ich das so sage, ob du sagst, ja, bei mir nicht, das ist halt so, tut mir nicht weh. Oder spürst du vielleicht auch, wenn es für dich nicht fair zugeht, wenn da etwas offen ist, wenn die Rechnung nicht beglichen ist, für dich von außen, was das dann sozusagen in dir auslöst, an Gefühlen, auch an Körperempfindungen. Und ob du immer dadurch, dass das dir unangenehm ist, darauf bedacht bist, ist aber im ersten Schritt, allen anderen recht zu machen, also von deiner Seite die Rechnung nicht offen zu lassen, damit anderen dieses Gefühl, damit du nicht die Auslösende bist oder der Auslösende für dieses Gefühl. So, Gerechtigkeit, Fairness für die erste Woche im Oktober. Schau mal drauf, wie sich das für dich zeigt und in welchen Bereichen du sagst, ja, gut im Balance und nee, da knirscht es. Okay? Gerechtigkeit. Und jetzt gucken wir mal auf die zweite. Das ist die Wirkung. Die Wirkung für die zweite Woche im Oktober. Und spontan kommt für mich die Frage, wie willst du wirken? Und ist es etwas, das dich so beschäftigt, dass du, ich sag mal, deine wirkliche Wirkung versteckst? Was ich damit meine ist, es gibt so viel diese Affirmationen und Superhelden Posen und so weiter und ich will doch als erfolgreich, ich will erfolgreich wirken. Und dass diese Hülle, die wir dann darum bauen, möglicherweise gar nicht das durchlässt, was du wirklich als Wirkung hast, wenn du nicht darauf achtest, wie du wirkst. Für mich ist es so, ich habe in der letzten Zeit gemerkt, bei Veranstaltungen, bei Netzwerk, bei Gruppencoaching, also ja, Coaching natürlich, dass ich oder Gruppencoachings, Veranstaltungen, Vorträgen und so weiter. Je weniger ich darauf achte, für mich checke, ja, dass je weniger meine Aufmerksamkeit darauf ist, wie ich im Äußeren wirke, sondern mehr in meinem Wirken bin, desto entspannter bin ich, desto authentischer, also wirklicher bin ich und desto mehr Wirkung habe ich. Ohne dass das etwas ist, worauf ich achte. Also so, wo ich dann eben wirklich sage, ich muss hier eine Wirkung erzielen, das muss einen Impact haben und so weiter. Sondern dass, wenn ich ganz in mir ruhe, wenn ich bei mir angekommen bin, wenn ich bei mir bin, wenn ich verbunden bin mit mir selber und dadurch auch mit den Menschen im Raum, dass ich automatisch eine Wirkung habe, die ankommt, die etwas bewirkt, ohne dass ich dafür arbeiten muss.
Also ich bin gespannt, ob du das so verstehst, wie ich das meine. Das ist wirklich so dieses aus dem Kopf rausgehen und nicht mehr darüber nachzudenken, wirkt es jetzt auch richtig? Welche Wirkung habe ich jetzt? Sondern das dem Lauf der Dinge zu überlassen, dass die Wirkung schon da sein wird, darauf zu vertrauen, dass die Wirkung da sein wird für diejenige Person, für die es in dem Moment wichtig und richtig ist. Und das finde ich sehr entspannt. Heißt jetzt nicht, dass ich nicht checke, okay, dass ich natürlich auch vor einem Video gucke, okay, dass ich nicht ganz so verstrubbelt bin. Oder nicht gerade, dass ich schon gucke, dass ich mich zurecht mache, ist auch ein Wert von mir. Dass ich in dem Sinne auf die Wirkung achte, dass der Hintergrund in Ordnung ist und solche Sachen. Und gleichzeitig ist es, weil es mir wichtig ist, weil ich das auch bei anderen schön finde, wenn es schön ist und nicht, weil ich einen ganz bestimmten Eindruck erzielen will, der vielleicht gar nicht das mit dem übereinstimmt, wie ich wirklich bin. Wirkung, so, Wirkung für die zweite Oktoberwoche. Schau mal, wie das für dich wirkt. Und Gerechtigkeit und Wirkung zusammen. Wie wirkst du Gerechtigkeit? Wie wirkt Gerechtigkeit auf dich? Wie kannst du für dich Gerechtigkeit, also auch ein faires Geben und Nehmen und eben auch nicht in die Verletzung zu gehen, für dich selbst bewirken? Und auch für andere, ohne dass du dich selbst aufgibst. Und welche Wirkung hat tatsächlich Gerechtigkeit in dir und von außen zu dir, fehlende Gerechtigkeit und auch verfügbare Gerechtigkeit? Welche Wirkung hat das auf dein System? Schau mal, wie das für dich ist und welche Erkenntnis du daraus ziehst. Also was machst du damit? Mit diesem Aha, wie Gerechtigkeit, welche Wirkung fehlende oder erfüllte Gerechtigkeit für dich hat, emotional, mental, körperlich. Lässt du es auf sich beruhen? Machst du was damit? Sorgst du für Gerechtigkeit für dich und andere? Oder erwartest du, dass es von außen für dich geregelt wird? Gerechtigkeit und Wirkung für die ersten zwei Oktoberwochen. Ich würde mich wahnsinnig freuen über einen Kommentar, wie es für dich ist. Wir haben eine Menge diesen Oktober vor. Ich will ein bisschen Werbung machen für den Workshop Silberabenteuer, der am 21. und 22. Oktober stattfindet. 2 Tage Verbindung aus dem Kopf über die Hände ins Herz. Das heißt, wir arbeiten mit Silber, wir arbeiten mit Feuer und wir arbeiten mit selbst und bei uns anzukommen. Also die Verknüpfung von Kreativität, von Coaching, Selbsterkenntnis und Silber. Wenn das was für dich ist, melde dich gern bei mir. Findet in Mannheim statt. Super Location mit lecker Essen und allem drum und dran, so dass es ein schönes Event wird. Jetzt erstmal für dich einen sehr, sehr schönen Start in den Oktober und bis ganz bald. Tschüss!